Es gibt Einrichtungen, die fallen erst auf, wenn sie nicht funktionieren. Rechenzentren zum Beispiel. Für die Netzwerkstabilität am Helmholtz-Zentrum München sorgen IT-Fachleute. Neben diesem Service arbeiten sie aber auch wissenschaftlich. Die Abteilung Wissenschaftliches Computing hat zwei wesentliche Aufgaben. Zum einen die Bereitstellung von professionellen IT-Services für das gesamte Helmholtz-Zentrum München. Und zum zweiten die wissenschaftliche Arbeit an Methodiken und Algorithmen zur Datenanalyse, Simulation und numerische Simulation von Experimenten auf Rechnern. Moderne Analyseverfahren liefern Daten in sehr großen Mengen. Das richtige Datenmanagement übernimmt eine Schlüsselfunktion. Die Besonderheit von ASC ist, dass wir versuchen, diese Service-Seite der Bereitstellung von IT mit wissenschaftlich-methodischen Fragestellungen zu verbinden, um auf diese Art und Weise neueste Entwicklungen auf dem Gebiet der Algorithmik, der Mathematik der Community hier zur Verfügung zu stellen. Vieldimensionale Versuche benötigen intelligente Methoden zur Auswertung. Umso mehr, wenn es um komplexe Volkskrankheiten geht. Im Moment ist ein Schwerpunkt unserer Arbeiten in Zusammenarbeit mit dem Institut für Diabetesforschung. Es geht dabei um Fragen der Analyse komplexer hochdimensionaler Datensätze und der Frage, ob wir darin statistisch Muster und Schemata erkennen können, die uns helfen, Hypothesen aufzustellen über die Diabetesentwicklung. 5 Institute des Helmholtz-Zentrums München arbeiten an der Erforschung von Diabetes. Das Rechenzentrum bündelt die Daten und hilft bei der Auswertung. Ein Beispiel für einen externen Kooperationspartner ist das Department of Mathematics der University of Canterbury in Christchurch, Neuseeland. Wir arbeiten dort mit Mathematikern zusammen an Fragen der Interpolation von Computertomographie-Daten. Das ist eine Kooperation mit der Abteilung Medizinische Physik und Diagnostik, in der wir versuchen, eine Dosisreduktion zu erreichen, indem wir nicht gemessene Strahlen mathematisch interpolieren.